Naja, ich habe gehört und es in vielen Kommentaren gelesen, dass ihr dringend mal wieder ein bisschen Zauberei hier auf dem Kanal sehen wollt. Ne, im Intro ein bisschen zaubern. Was war das denn? Halt dein Maul. Jedenfalls haben einige geschrieben, hey Tulfer, wir vermissen deine Zaubertricks. Damals bei Killer in Purple haben wir ja immer einen kleinen Trick gemacht, ne, im Intro. Und weil es sich so viele wünschen, werden wir die Magie jetzt nochmal auspacken. Dafür will ich natürlich Daumen nach oben sehen. Mächtig deftig. Klick, klick. Like und abonnieren. Let's go. Und dafür zaubere ich jetzt ein bisschen. Ich habe trainiert mit dem Trick. Ich habe geübt. Manchmal klappt der nicht ganz richtig, aber wir gucken mal. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Warte. 1, 2, 3. Hilfe? Oh, das ist natürlich meine Gelegenheit. Jetzt mache ich das Video. Oh, hey Leute, damit herzlich willkommen zu Mini Freddy's Show. Das ist nun meine Show. Tulfer ist weg und er kann auch wegbleiben. Jetzt bin ich aber wieder dran. Hey Freunde, damit herzlich willkommen zurück bei eurem Tulfer. Herzlich willkommen zurück bei The Return to Freddy's 2 Winter Wonderland. Wir haben ja schon das ein oder andere Video zu diesem Spiel gemacht. Wirklich ein sehr, sehr gutes Five Nights at Freddy's Fangame. Das ist ultra gut umgesetzt. Mega, mega nice. Und ich weiß gar nicht, wie weit wir waren. Ich glaube, in der letzten Folge war die Folge, wo wir den Generator repariert haben und Freddy versucht hat, uns aufzuhalten. Aber er hat es nicht geschafft, weil ich bin Meisterelektriker, yo. Das heißt, mal sehen, was uns in der heutigen Folge so erwartet, Leute. Ich glaube ja, diese eine komische Animatronic, die sich auch irgendwo im Gebäude befindet, ist jetzt aktiv. Ich weiß nicht genau. Aber Leute, ihr habt es ja schon im Intro gehört. Daumen hoch, nicht vergessen. Abonnieren, nicht vergessen. Und vergesst auf keinen Fall, bei Instant Gaming vorbeizuschauen, weil nirgendwo sonst gibt es Computerspiele so günstig wie bei Instant Gaming. Erster Link in der Beschreibung. Da ist garantiert für jeden von euch was dabei. Und ja, wenn ihr über meinen Link einkauft, supportet ihr mich. Das ist eigentlich ganz cool und beschweren kann man sich da eher weniger. Okay, Leute, das ist jetzt scheinbar Nacht 3. Und ab jetzt ist ja Foxy aktiv oder so. Sagt jedenfalls der Telefonguy. Oh, ich höre irgendwelche Geräusche. Was? Oh, Foxy? Und was sind das für Geräusche gewesen? Was waren das? Was waren das für Geräusche? Aus dem Schacht oder so? Oh! Foxy? Geh bloß weg. Oh, die Musicbox! Nein! Musicbox wieder voll machen. Oh mein Gott, nein. What the hell? Hä, was geht denn hier ab in Nacht 3? Hä, das war doch nicht so krass das erste Mal, wo wir hier unterwegs waren, oder? Ja, okay. Wir sind wieder drin in der Nacht. Ah, der Telefon, kein Nerv. Ich hab Musicbox gerade aufgeladen. 1 Uhr nachts. Ja? Okay, wir haben eine Springlock Animatronic im Gebäude, das wissen wir ja auch. Frank Bird, oder wie das Vieh heißt? Ja, Frank Bird. Ja, okay. Lucky you, huh? Ich höre Geräusche von links. Du, oh, Foxy! Hau ab. Danke. Geräusche von links. Keine Ahnung, da ist Freddy, hier ist die Musicbox. Also Leute, hey, ich habe alles vergessen. Oh, Maske! Da ist Freddy. Okay, bei den Animatronics die Maske, genau. Der komische Duck the Dog taucht in den Gängen auf. Dann haben wir noch dieses Katzenvieh. Hey, Foxy, Alter. Dieses Katzenvieh, was manchmal auftaucht, was wir manchmal anleuchten müssen. Und manchmal müssen wir die Maske nehmen. Alles ein bisschen schwierig. Oh, da sind beide. Warte, den Hund müsste ich erwischt haben. Den Hund habe ich erwischt, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Die Katze ist noch da. Warte. Den Hund habe ich auf jeden Fall erwischt. Der ist zurück. Da! Okay. Ja, hat funktioniert. Ist weg. Wo ist Foxy? I don't know. Ich mache Musicbox voll. Ist irgendwer hier? Alter, ist voll hektisch die dritte Nacht. Holy shit. Also Foxy ist jetzt unterwegs. Den müssen wir zwischendurch anleuchten. Haben wir gelernt. Das Katzenvieh ist manchmal da. Der Hund ist manchmal da. Und zwischendurch schmiert auch der Generator wieder ab. Obwohl wir ihn repariert haben, wir haben halt schon wieder minderwertigen Shit gekauft. Ne? Was weiß ich, von wo der Generator kommt. Vielleicht haben sie ihn auch aus Streichhölzern zusammengeklebt. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Auf jeden Fall funktioniert er gar nicht mal so gut.
Okay, ja, wir haben schon 2 Uhr nachts. Aber... Foxy, warte, Musicbox, Musicbox. Oh, oh, Bonnie. Jesus. Bonnie, geh mal weg. Danke. Greift Foxy jetzt noch an? Warte, wir müssen kurz warten, bis Foxy hier rechts angreift. Vorher kann ich nicht den Generator resetten. Das endet böse. Das endet nicht gut. Warte kurz. Muss kurz... Oh, wer ist er denn? Stopp, stopp, stopp. Warte, ich habe irgendwas gehört von links. Irgendwas... Ah, Foxy ist noch da. Musicbox. Oh! Der Generator. Da ist Chica. Bonnie? Halt's Maul. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Keine Ahnung. Musicbox? Oh! Nein. Ich hätte den Generator resetten müssen. Aber ich hatte Angst vor Foxy. Oh no. Wer erwischt mich jetzt? Oh no. Das ist nach 3, wie kann das so hektisch sein? Oh, klar, Freddy. Klar, vollkommen klar. Hi, na? Oh mein Gott, das sah so gruselig aus. Wie er so weit hinten im Gang steht und da... er hatte weiße Augen. Wie creepy ist das denn? Hä? Okay, aber wie Freddy da seinen Song spielt, so weit hinten im Gang und dann wird er so beleuchtet von flackerndem Licht, sah creepy aus. Das war sehr gut gemacht. Okay, also wir schaffen nach 3 auf jeden Fall. Habt's gesehen, wir waren relativ easy bis 3 Uhr. Wir müssen uns einfach nur konzentrieren. Bisschen Concentration, dann geht das. Wir machen's nochmal. Gute Nacht, der Telefongehör hat aufgelegt, Leute. Das heißt, wir sind jetzt wieder ganz auf uns allein gestellt. Bis jetzt aber so weit, so gut. Das komische Katzenvieh ist schon wieder irgendwo on the road, aber ich weiß nicht wo. Es ist nicht auf der Bühne, aber kein... Oh, da! Muss ich das irgendwie... Kommt das gleich... Es ist im Lüftungsschacht. Es ist im Schacht. Was muss ich damit machen jetzt? Wie werde ich das los? Muss ich einfach warten, bis es hier ist, oder was? Muss ich warten, bis es angreift? Ich habe keine Ahnung, Leute. Wo ist Foxy? Weiß ich auch nicht. Na, herzlichen Glückwunsch. Wo ist der komische Hund? Der ist auf seiner Bühne, okay. Das Vieh ist auch noch hier. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Egal. Was war das? Ah, da. Funktioniert es mit dem Licht? Komm schon, geh nach Hause. Bitte geh nach Hause mit dem Licht. Bitte, was hast du da in der Hand überhaupt? Come on. Es geht nicht weg. Ey. Funktioniert das Licht nicht? Oh mein Gott, ich glaube, das Licht funktioniert nicht. Der Generator geht gleich kaputt. Oh, oh, Maske, Maske, Maske. Das ist Freddy. Okay, Freddy is gone. Das Vieh ist immer noch da. Freunde, fragt mich nicht, keine Ahnung, was damit los ist. Wir checken kurz, wo der Hund ist. Ist der Hund auf seiner Bühne? Yes, sir. Okay, das Vieh ist immer noch da. Ey, echt, fragt mich nicht. Wo ist Foxy? Keine Ahnung. Foxy gerade nicht so aggressiv scheinbar. Ist es weg? Mein Licht geht nicht. Es ist weg. Gott sei Dank. Okay. Der Generator. Oh, oh, Bonnie. Ah! Der Generator kackt ab. Der Generator kackt ab. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Der Generator. Come on. Reboot Generator. Come on, come on. Come on. Schneller, 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 schneller. Danke. Ist hier jemand? Jemand, der Stress sucht? Nein? Okay. Wo ist der Hund? Der Hund ist nirgendwo. Doch, da. Okay, oh, Maske. Oh, shit. Wir müssen ganz dringend zur Musicbox, Leute. Sofort. Okay, doch nicht so dringend. Okay, ich dachte, es ist dringender. Alles klar. Oh, Foxy. Das war Glück. Ich wusste nicht, dass er da ist. Alright, Foxy losgeworden. Musicbox wieder voll, Musicbox wieder voll. Die Katze ist da, der Hund ist resettet. Okay, okay. Okay, puh. Das heißt, Katze im Auge behalten. Katze anleuchten, wenn sie da ist. Ansonsten, Musicbox. Wir haben 4 Uhr nachts, sehr gut. Wo ist Foxy? Foxy ist rechts im Gang. Das heißt, Foxy müssen wir anleuchten, wenn er hier auftaucht. Musicbox sieht gerade gut aus und Katzenvieh kommt gleich auch von links. Muss auch angeleuchtet werden. Die kriegen gleich alle mit dem Lichtstrahl erstmal richtig eine über den Dötz gezogen. Allerdings... Hallo, könnt ihr mal angreifen, bitte? Könnt ihr euch mal bequem anzugreifen? Ich muss euch anleuchten. Please, do something. Come on! Warum greifen die nicht an? Hä, die greifen einfach nicht an. Was? Musicbox wieder voll machen? Wo ist der Hund? Ist der Hund hier irgendwo? Nein.
Der Hund ist wichtig, den müssen wir sofort zurückpfeifen, wenn er da ist. Wenn wir den Hund nicht zurückpfeifen im Gang, haben wir ein ganz großes Problem, der greift sofort an, ohne Vorwarnung. Okay, was mit Foxy und so? Warum greift Foxy nicht an? Holy shit. Ich mach Musicbox wieder full. Ich check kurz den Hund. Der Hund ist auf seiner Bühne. Alles easy, wir haben 5 Uhr nachts. 5 Uhr nachts. Oh mein Gott, ich schwitze ein bisschen. Warte, Geräusche. Oh, da ist die Katze. Okay, die Katze haben wir abgewehrt. Jetzt, Foxy. Ey, Foxy, ne? Foxy, was ist mit dir? Foxy greift einfach nicht an. Foxy steht als wie so ein Otto rechts im Gang, aber greift ums Verrecken nicht an. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Come on. Aber die Uhr wird gleich umspringen. Wir haben es gleich geschafft. Warte. Warte. Come on, spring bitte um. Bitte spring um. Bitte spring um. Oder Foxy, greif an, damit ich ja nicht... Was war das? Da ist Foxy. Okay, Foxy greift an. Wir gucken. Oh, warte. Oh, Maske. Yes. Oh Gott, war das knapp. Alter, war das knapp am Ende. Holy shit. Das war richtig knapp. Aber frag nicht nach Sonnenschein. Oh shit. Okay, und jetzt continue? Was kommt jetzt? Alter, das war richtig close, Leute. Okay, was startet jetzt? Objective. Find the key. Finde den... Oh. Wieder so ein Minigame, aber jetzt im Büro. Was ist mit der Musik, Alter? Ich soll einen Schlüssel finden. Oh, da laufen Viecher rum. Da läuft Foxy. Foxy läuft da rum. Habt ihr das gesehen? Okay, ich soll irgendeinen Schlüssel finden. Kann ich sprinten? Nein. Okay, irgendeinen Schlüssel. Alright, alright. Oh, hier sind alle Animatronics. No, 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 no. Time for me to go. Was für ein Schlüssel und wofür? Da ist jemand. Warte mal, ich sehe keinen Schlüssel, ich sehe keinen Schlüssel. Wer läuft hier rum? Da ist Freddy. Oh no. Oh no, da ist Chica auch. Das sieht aus wie Nightmare Chica oder so. Ich gehe mal ganz weit außen rum. Okay, okay. Und wo kann man hier einen Schlüssel finden? Hier ist schon mal keiner. Offensichtlich. Geradeaus hier runter vielleicht? Wo kommt man hier hin? Oh, das ist eine Sackgasse. Okay, also müssen wir hier rechts lang. Wie sieht der Schlüssel denn überhaupt aus? Ich meine, sehe ich den auch, wenn ich ihn finde? Oh, da ist Bonnie gewesen. Da ist der Schlüssel! Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Nein. Nein, Bonnie, nein. Nein, Bonnie, nein. Ich hab den Schlüssel. Easy. Objective, escape. Alright. Wir müssen abhauen. Wir haben den Schlüssel. Muss ich zur Tür raus hier oben? Hier oben raus. Hier raus. Easy. Ah, gar kein Problem. Bin einfach abgehauen. Tja. Oh, lol, das Minigame geht noch weiter. Ich hätte gedacht, jetzt kommen wir in die nächste Nacht. Okay, sieht alles ziemlich merkwürdig aus hier. Sonst war es ja immer relativ freundlich hier. Jetzt ist alles irgendwie wie eingefroren. Hä? Warte, wir laufen mal weiter. Müssen wir wieder die Map wechseln? Muss ich wieder hier rüber? Okay, ja, guck mal, hier sind alle Leute wieder nur so komische Schatten auch und so. Hier ist wieder die Library. Ganz normal. So schreibt man Bücherei, vollkommen klar. Okay, hier sind wieder die Schneemänner. Hier ist wieder Walgreens. Walgreens natürlich. 7-Eleven haben wir hier, den Laden. Hier sind überall diese komischen Schneemänner. Map wechseln? Ah, ich kann die Map gar nicht wechseln von hier aus. Okay, was muss ich denn hier jetzt finden? Muss ich überhaupt was finden? Warte, kann ich hier hoch? Ja. Okay, was ist das hier? Pawns Town Empire. Okay. Was ist das? Oh. Oh, das war die Freddy Location. Ach, bin ich zurückgegangen zur Arbeit oder was? Ach so. Okay. Und jetzt startet rein technisch gesehen Nacht 4. 2 Tage noch bis Weihnachten. Weihnachten ist also in Nacht 6? Na, klasse.
Hey, Nightfall. Okay. You've been doing a great job so far. Was kriegen wir jetzt Neues als Info? I don't have much to say tonight, so I'm really just here to give you company. Oh, was? I know being in those walls the entire night can probably get to your head. Don't worry, it'll be over soon enough. Was? Oddly enough, though, no one has come to get Frankbert yet. Okay. So, how about after your shift, you go take a look at him yourself? I left some old tapes that should explain how to get him up and running. These Springlock characters have been out of commission for quite some okay, time now. Okay, nein, danke. Okay, also der Telefonger hat uns nichts Neues sagen können, was die Nacht anbetrifft, außer dass die Animatronics natürlich noch komischer werden, sich komischer verhalten, noch krasser werden scheinbar. Oh! Oh, der Hund. Ja, okay. Ja, da habe ich nicht aufgepasst. Hups. Allerdings sollen wir nach unserer Schicht in Nacht Nummer 4 uns mal Frankbert angucken. Die Springlock Animatronic, die neu in die Location geliefert wurde, sollen wir uns nach der vierten Nachtschicht mal genauer anschauen. Klar, mache ich gern. Übrigens sind auch Fredbear und Spring Bonnie in der Location, also nur coole Leute. Nice. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder zu The Return to Freddy's 2 Winter Wonderland und spielen Nacht 4. Es wird spannend. Ich würde sagen, wir sehen uns da. Euch verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.